أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute geht es weiter inshallah ta'ala mit Surat Al-Falaq und wir schauen uns inshallah ta'ala die Grammatik an. Die erste Sura, die erste Aya lautet: قل أعوذ برب الفلق. Also, das ist Suratu Al-Falaq. Beginnen wir schon mal hier. Suratu Al-Falaq. Kann jemand sagen, was das grammatikalisch ist? Wem fällt was auf? Eine Genitivverbindung. Wie kommst du drauf? Genau. Das erste Wort hat nur eine Dhamma, obwohl es kein Artikel hat. Und das zweite Wort hat eine Kasra. Und da haben wir schon mal gesagt, wenn wir diese Kombination haben, erstes Wort ohne Artikel, zweites Wort mit Kasra, dann ist das höchstwahrscheinlich eine Genitivverbindung, also Mudaf und Mudaf ilay heißt es auf Arabisch. Erster Teil der Genitivverbindung, zweiter Teil der Genitivverbindung. Und wir haben gesagt, beim zweiten Teil der Genitivverbindung ist immer eine Kasra, ja, ist eine Regel. Okay. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل das hatten wir schon bei Surat An-Nas. Was haben wir da gesagt? Ja, ist eine Befehlsform und bedeutet was? Ja, was bedeutet es? Ja? Sag oder sprich. Also Qul bedeutet sag bzw. sprich. Wer soll hier was sagen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah erwähnt hier eine Besonderheit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam so vertrauenswürdig war, dass er nicht einfach gesagt hat, A'udhu bi Rabbil Falaq, sondern dieses Qul auch erwähnt hat. Warum? Weil eben Jibril alayhi salam ihm dies so beigebracht hat. Ja. Das ist also noch einmal ein Beweis dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht von sich aus redet. Okay, ich habe den Befehl bekommen, ich soll sagen, A'udhu bi Rabbil Falaq, also beginnt die Sura so, sondern die Sura beginnt mit قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Denn dieser Befehl, der ist zwar für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber wir lernen auch daraus. Also gilt es auch für uns. Auch wir sollen sprechen, ich suche Zuflucht bei meinem Herrn. Ja? Das heißt, dieses قُلْ kann man nicht einfach so weglassen. Also قُلْ ist die Befehlsform von قَالَ, das hatten wir ja schon mal letzte Woche bei Surat An-Nas. Qala ist die ist der Ursprung dieser Befehlsform und Qala bedeutet sprechen und er hat gesprochen, er hat geredet. Er hat gesprochen oder er hat geredet. Gut. A'udhu hatten wir schon einmal in Surat An-Nas und vorher hatten wir das in der Isti'adha. Was heißt A'udhu? Ja. Ich suche Zuflucht. Nur ich suche heißt nicht A'udhu. Ja. Abhathu, ich suche. Ja. Oder Ufattishu, ich suche. Aber A'udhu bedeutet, ich suche Zuflucht. Ich verlange nach Zuflucht. Ich bitte um Zuflucht. Ja.
Das bedeutet A'udhu. Also nach Zuflucht suchen. Also ich suche Zuflucht. Das hatten wir ja schon bei Listi'adha. Wer sich das nochmal anschauen möchte, kann das Video sich anschauen. Erstes Video, denke ich, war das bei Surat al-Fatiha. Ich suche Zuflucht. A'udhu, hier ist natürlich ein Pronomen ausgelassen. Wir haben gesagt, das ist gang und gäbe im Arabischen. Manchmal muss man ein Pronomen auslassen, manchmal darf man einen Pronomen auslassen. Im Deutschen sage ich nicht, sprich, suche Zuflucht, sondern sprich, ich suche Zuflucht. Also im Deutschen kannst du dieses Pronomen, ist es ein Pronomen? Personalpronomen, Barakallahu fik, kannst du nicht weglassen. Im Arabischen schon. Ja? Also hier ist ein Pronomen und wie legen wir es fest? Wir sagen, das Pronomen ist ich. Ich suche Zuflucht. Bi Rabbi, das hatten wir bei Surat al-Nas, Qul a'udhu bi Rabbi Nas. Aus was besteht das, haben wir gesagt? Ja? Genau, das sind zwei Wörter. Einmal bi. Und was ist bi? Ein Partikel, und zwar ein Genitivpartikel, also auf Arabisch. Wie war das mit i, ja? Oder mit e? Genitivpartikel, also Harfu Jar auf Arabisch. Und was macht dieses Genitivpartikel? Genau, deswegen heißt es bi Rabbi. Ich sage hier bi Rabbi. Ja? Qul a'udhu bi Rabbi. Dieses Wow ist natürlich zum Verlängern da. Ja? Ich sage nicht a'udhu, sondern a'udhu bi Rabbi. Bis hierhin hatten wir das letzte Mal. Ja? Also ich sprich, ich suche Zuflucht. Bi heißt eigentlich mit, aber hier in dem Sinne heißt es bei dem Herrn. Also bi Rabbi bedeutet bei dem Herrn. Al-Falaq. Qul a'udhu bi Rabbi al-Falaq. Herr des Falaq. Das ist also was hier? Ja? Eine Genitivverbindung wieder. Und zwar habe ich Rabb und Al-Falaq. Wenn ich das jetzt nicht im Koran so hätte, sondern wenn ich einfach Herr des, was heißt Al-Falaq? Genau, Tagesanbruch, Morgenlicht, wie man das, also dieses erste Licht eben. Ja? Al-Falaq, Falaq al-Subh, also das Licht des, der Morgen, des Morgens, die Morgenhelle, ja? Tagesanbruch. Also wenn ich sagen möchte, Herr des Tagesanbruchs, einfach alleine, wie würde ich das sagen auf Arabisch? Rabbu al-Falaqi. Natürlich, wenn ich verbinde, sage ich Rabbul Falaqi. Ja? Wir haben gesagt, das Nomen hat immer grundsätzlich erstmal eine Dhamma, ja? Wenn es alleine steht. Rabbu. Und dann der zweite Teil dieser Genitivverbindung hat eine Kasra. Al-Falaqi. Nun hängt jetzt diese Genitivverbindung an ein Partikel, Harfu Jar. Deswegen ist das erste Teil, der erste Teil der Genitivverbindung auch mit Kasra versehen. Würde nicht so ein Genitivpartikel dranhängen, würden wir sagen Rabbul Falaqi. Ja? Okay. Al-Falaq ist der Tagesanbruch. Also heißt das, sprich, ich suche Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs. Ja? So wie dieses S beim Genitiv immer, oder fast immer vorhanden ist, so ist eben diese Kasra. Das deutet auf diese Genitivverbindung hin. Wie geht es jetzt weiter? Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Min sharri ma khalaq.
min sharri ma khalaqa. Min, was ist das? Bitte? Genitivpartie, wo hatten wir das schon mal? Bitte? Bei was? Wie? Nee, dieses Min, wo steht das Min schon mal? Genau, Min Sharril Waswasil Khannas hatten wir mal gesagt. Vorher? A'udhu Billahi Min Ash-Shaytani. Ja, also dieser Genitivpartikel hatten wir schon mal. Ja, also Min heißt was auf Deutsch? Es heißt von, aber jetzt in diesem Kontext würden wir nicht sagen, ich suche Zuflucht bei Allah von etwas, sondern vor etwas. Ja, aber du hast recht, Min heißt auch von. Aber in diesem Kontext heißt es vor. Min sherri. Was macht dieses Min, wenn es ein Genitivpartikel ist? Ja? Es verursacht eine Kasra am nächsten Nomen. Ja, das werden wir noch unzählige Male hören. Ja? Huruful Jar, also diese Genitivpartikel, verursachen immer eine Kasra. Min Sharri. Was ist Asharru? Ja, also Sharrun oder Asharru, was ist das? Übel, Unheil. Ja, etwas Schlimmes. Das bedeutet Schar. Also min Sharri, also vor dem Übel. Also ich suche Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs, beim Übel. Oder, Entschuldigung, vor dem Übel. Min Sharri, vor dem Übel, also vor dem Übel. Dann haben wir ma, das wird übersetzt als was? Vor dem Übel? Welches? Ja, also ma ist im Arabischen auch ein Fragepartikel, also ein Fragewort. Was heißt ma, wenn ich eine Frage stellen möchte? Wenn ich sage ma smuk, also ma ismuk, ja? Was? Also dieses ma kann ein al-haqa, mal-haqa, wa ma adraka mal-haqa. Ja, zum Beispiel. Al-haqa, also ein Name des Tages der Auferstehung. Al-haqa, also die tatsächlich eintretende Stunde. Ja. Und noch einmal. Die wirklich tatsächlich eintretende Stunde, Al-Haqa. Und was, wa ma adraka, was lässt dich wissen, was Al-Haqa ist? Ja, also ma hier im Sinne von was. Aber hier heißt es nicht was, im Sinne von Frage, sondern im Sinne eines Relativpronomens. Ja? Im Sinne von einem Relativpronomen. Also, vor dem Übel, welches oder auch was, aber eben nicht als Frage, ja, was erschaffen, khalaqa. Also, hier, min sharri ma, welches, oder was haben wir gesagt, was hast du gesagt? Ja, vor dem Übel, welches, khalaqa, was heißt ein khalaqa? Ja, erschaffen. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa, dieses Verb heißt erschaffen. Ja, aber wie heißt jetzt der Satz hier? Vor dem Übel, welches erschaffen? Was soll das heißen, welches erschaffen? Ja? Welches erschaffen wurde, ja, dann würde das im Passiv stehen, dann würde khuliqa. Aber hier steht khalaqa, das ist im Aktiv. Das heißt, du kannst nicht sagen, es wurde erschaffen, sondern er erschafft. Ja, bitte? Ja?
Nochmal. Was? Welches erschaffen ist. Ja gut, das ist ja auch wieder im Passiv, oder nicht? Erschaffen wurde, erschaffen, oder nicht? Ist ein Passiv? Ja, bitte? Welches erschaffen hat, und wo ist jetzt das Pronomen? Vor dem Übel, welches erschaffen hat, also das Übel hat erschaffen, sondern wer hat erschaffen? Er, barakallahu fi. Also vor dem Übel, welches er erschaffen hat. Ja, wo steht er? In der vorherigen Ayah. Gut, also wir wissen, es geht um Allah, aber trotzdem muss ja das Pronomen hier erwähnt werden. Steckt im Verb drin, barakallahu fiik. Also es wurde hier ausgelassen, es wurde außerhalb des Korans, ja, wir sagen immer außerhalb, nicht im Koran hätte es heißen, du kannst Allah nicht korrigieren. Ja. Also außerhalb des Korans würde man auch sagen, ma khalaqahu, was er erschaffen hat. Ja? Also ma khalaqa, was er erschaffen hat. Ja, aber das Pronomen wurde ausgelassen. Also vor dem Übel, welches er erschaffen hat. Dann, wie geht's weiter? Ja? Jetzt machen wir hier wieder unsere Technik. Tenfa'uk Sheikh, ne? Allah yubarik fik. Jazakallahu khairan. Also, wa min sharri. غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب و bedeutet was? Und. من bedeutet was? Von, beziehungsweise in diesem Kontext wieder, min sherry, vor. Sherry, übel. So, jetzt kommt rasiqin. Was heißt denn rasiq? Was heißt al-rasiq? Bitte? Nee, das ist Al-Khannas. Das hatten wir bei Surat An-Nas. Und zwar, das ist die Nacht. Rasaq al-Layl. Rasaq, das ist die Nacht, wenn sie zunimmt. Wie steht es dort? Oder die Dunkelheit. Barakallahu fik. Also, und vor dem Übel der Dunkelheit, bleiben wir mal bei diesem Begriff, also die Nacht. Dieses Wort Rasiq verstehen auch viele Araber nicht. Und das ist dann ein Fremdwort. Es gibt extra Bücher, Lexika, für Fremd, also nicht Fremdwort, das ist ein italienisches Wort im Koran, ja, also es ist nicht das gemeint, ja, sondern für die Araber heute fremde Wörter. Also man benutzt sie nicht. Auf Arabisch heißt es Gharib. Gharibul Quran. Gharib, fremd. Ja, kennt ihr, Gharib ist ein Fremder. So, was heißt Fremdwörter? Also nicht, dass ihr denkt, es sind jetzt nicht arabische Wörter. Alle Wörter im Koran sind arabisch. Es gibt im Koran kein nicht-arabisches Wort. Aber es mag sein, dass einige Wörter arabisiert wurden, okay, damit haben wir auch kein Problem. Ja, also nicht jetzt jemand kommt, aber guck mal, da ist ein Wort, das ist aus dem Persischen. Ja, herrlich, aber es wurde arabisiert. Also die Araber verwenden es. Also es gibt im Koran kein Wort, das die Araber nicht verwendet haben, sondern einfach neu und kein Araber weiß es, was es bedeutet. Es kann sein, dass ein arabischer Stamm
diesen Begriff nicht benutzt. Ja? Das Beispiel war, zum Beispiel, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, farrat min qaswara, ja, flüchtet vor qaswara. Qaswara ist was? Ist ein Löwe. Einige arabische Stämme benutzen das Wort qaswara nicht für Löwe, sondern eben, was kennen wir für Löwe? Ja, Schibbel. Was heißt Löwe? Schibbel ist Sohn vom Löwen. Ja? Asad. Asad. Ja? Das ist ein Löwe. Also gibt es andere Wörter, die vielleicht von einem arabischen Stamm so nicht verwendet werden, aber es gibt kein Wort im Koran, das von keinem arabischen Stamm irgendwie verwendet wird. Ja? Also, Rasiq, haben wir gesagt, ist ein Wort, das heute nicht so verwendet wird. Ja, in den heutigen arabischen Ländern. Deswegen ist es auch für uns, also für die Arabisch Sprechenden, etwas, was wir nochmal lernen müssen. Ja, also jemand, der Tafsir lernt, muss Vokabel lernen. Also jemand, der Tafsir lernen möchte, der braucht ein Vokabelbuch für was? Für diese Gharib-Ausdrücke. Gharib hier in diesem Kontext also etwas, was nicht gängig ist in der heutigen arabischen Sprache. Rasiqin idha waqaba. Was heißt idha? Ja? Wenn. Idha, hier in diesem Kontext müssen wir verstehen, ist kein Bedingungspartikel. Was soll denn das heißen? Ein Bedingungspartikel, wenn, kann ich benutzen als eine Einleitung einer Bedingung. Wenn du lernst, wirst du erfolgreich. Das heißt, wenn du nicht lernst, wirst du nicht erfolgreich. So. Das heißt, ich habe diese Bedingung eingeleitet mit einem Bedingungsartikel. Wenn. Aber hier ist das nicht gemeint, sondern es ist ein Zeitpartikel. Also zu der Zeit, wenn ich nach Hause gehe. Ja, also ich meine in der Zeit, in der ich nach Hause gehe. Ich will keine Bedingung aufstellen, wenn, dann. Ja, sondern ich möchte nur sagen, zur Zeit, in der ich dies und jenes mache. Also, und vor dem Übel der Dunkelheit, wenn, also zur Zeit ihres Verbreitens, wenn die Dunkelheit sich verbreitet. Es ist keine Bedingung, wenn die Dunkelheit sich verbreitet, dann ist irgendwas. Allah Azza wa Jalla sagt, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Wenn der Beistand Allahs und die Eroberung, also Fath Mekka, kommt. Ja, was ist dann, wenn das passiert? فَسَبِّحْ. Am Ende der Sure. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Also wenn das eintritt, dieser Beistand, diese Einnahme Mekkas, dann sollst du Allah preisen. Ja? Diese wenn, dann, das ist eine Bedingung. Das ist hier nicht gemeint. Hier geht es nicht um eine Bedingung, wenn dann, sondern es hier, das ist ein sogenannter Zeit, Warfu Zaman auf Arabisch, wen es interessiert. Das ist ein Zeitpartikel. Also in dem Moment, in dem sich die Nacht verbreitet. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Also verbreitet. Oder wie hieß es in der Übersetzung? Zunimmt. Ja. Ich bleibe mal lieber bei der Übersetzung. Ja. Zunimmt. Eigentlich das Gleiche, oder? Zunehmen, verbreiten. Zunimmt. Wie geht es jetzt weiter? Bevor wir zu dieser Eier kommen, jetzt erst einmal Revue passieren lassen, worum es hier geht. Ja? Also, wir haben hier, wir sollen Zuflucht suchen bei Allah. Sprich, ich suche Zuflucht beim Herrn
des Tagesanbruchs vor dem Übel dessen oder welches er erschaffen hat. Also wann soll ich, beziehungsweise welches Übel bei Tagesanbruch? Und in der anderen Ayah, das Übel, wenn was passiert? Wenn die Dunkelheit sich verbreitet. Das bedeutet, du bist im Schutz 24 Stunden. Ist das klar? Bei Tagesanbruch und wenn die Dunkelheit sich verbreitet. Du bittest Allah um Zuflucht vor dem Shaitan. Denn niemand anderes kann dich beschützen vor dem Teufel außer Allah subhanahu wa ta'ala. Denn der Teufel sieht dich, du siehst ihn nicht. Der Teufel hat viele Fähigkeiten, die du nicht hast. Wer kann mich dann vor so einem fähigen Wesen, vor so einem fähigen Wesen beschützen? Der Erschaffer. Deswegen, das hat schon mal erwähnt, ja, wurde ein Scheich gefragt, oder ein Scheich wollte seinen Schüler auf diesen Aspekt hinweisen. Was machst du, wenn ein Hund auf dich gerannt kommt? Ja, dann schmeiße ich auf ihn mit Steinen. Ja. So, und was ist, wenn er nochmal kommt? Dann schmeiße ich nochmal mit ihm mit Steinen. Hier in Deutschland, mashallah, hier passiert nichts, aber in unseren Ländern, weißt du, du gehst nachts nicht raus, ohne mit Steinen geladen zu sein. Subhanallah, die kommen, die springen von jeder Ecke. Subhanallah, wilde Hunde. Ja, also, subhanallah. Einmal war ich mal zu Besuch bei Verwandten und die wohnten so ein bisschen auf so einem Hügel, ja. Ein bisschen auswärts, also außerhalb der Stadt. Und ist ja normal, dann hat man Wachhunde. Und dieser Wachhund, der war zwar an der Kette, aber die Kette, Habibi, die war 50.000 Kilometer lang. Yani, der ist dann zu mir und der rennt immer noch, Subhan Rabbil Azim. Ja, yani, sehr, sehr weite Kette. Warum haben die den gebunden? Können sie gleich freilassen, oder nicht? Yani, das heißt also, Alhamdulillah, sonst würde ich hier nicht stehen. Auf jeden Fall, das bedeutet, dieser Sheikh hat gesagt, was machst du denn, wenn er nochmal rennt und nochmal rennt und nochmal rennt? Jedes Mal sagt er, ich werfe den nächsten Stein. Dann sagt er, mein Sohn, ja, also es ist ja, also es ist nicht sein leiblicher Sohn, sondern mein Kind, ja, das ist eine langwierige Sache. Sprich mit seinem Besitzer. Punkt. Nimm mal deinen Hund an die Leine, ja. Nimm mal deinen Hund von mir weg. Und so müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala bitten, dass er Ash-Shaytan von uns fernhält. Denn Allah azza wa jal hat Ash-Shaytan erschaffen. Er ist derjenige, der weiß, wie er Ash-Shaytan von uns fernhält. Also, wa min sharri ghasiqin idha waqab, natürlich die Shayatin, möge Allah uns vor ihnen bewahren, sowohl aus die Djinn als auch die Menschen, schwirren meistens wann rum? Barakallahu fiik, in der Dunkelheit, wenn sie zunimmt. Ja? Und deswegen ist ja auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er nach Isha schlafen geht. Ja? Also, dass man nicht, einige haben das Leben umgestellt. Ich rede jetzt nicht von Arbeit, Nachtschicht, das ist wieder was anderes, sondern von Leuten, die ihr privates Leben umgestellt haben, immer Nacht leben und tagsüber schlafen. Na, das ist nicht die Art und Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala es vorgesehen hat. Dann geht es weiter. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ, das kennen wir jetzt. Ja? وَ bedeutet, مِن bedeutet, vor. Sharri bedeutet übel. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Diese Wörter wa und min und sharri, das kennen die Araber heutzutage. Das sind keine Fremdwörter. Das ist nicht gharib. Ja? An-naffathati schon. Was sind die An-naffathat?
Genau, die Knotenbläserinnen. Was soll das heißen? Ja? In der Nacht kommt eine weibliche Satanin und knüpft drei, knüpft drei Knoten über dich. Ja, das ist der Shaitan. Was du meinst, dass Shaitan an jeden Abend, wenn du schlafen gehst, knotet er drei Knoten und sagt, mögest du eine lange Nacht haben. Ja? Genau, weiblich. Nafathat. Weiblich. Das ist, Jazakallahu khairan, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Hier, wir haben hier ein Plural, weil bis jetzt hatten wir noch keinen regelmäßigen weiblichen Plural. Bis jetzt hatten wir nur den männlichen, den regelmäßigen männlichen Plural. Welcher Ayah war das? Ja, was für ein Wort? Al-Alamin, Plural von Alam. Auch wenn, also ganz streng genommen, ist das ein Plural, der dem regelmäßigen männlichen Plural ähnelt, weil Alam ist ja nicht männlich. Die Welt, es geht, es ist kein Mensch, also es ist keine Person, es ist kein Mann. Ja? Aber es hat eben diesen Aufbau. Noch einen männlichen Plural, Gesunder? Ad-Dallin. Ja? Also der männliche regelmäßige Plural endet ja auf zwei Arten. Was haben wir denn gesagt? Zwei Möglichkeiten. Entweder? Genau. Das heißt, wie merke ich, dass ich ein Plural habe? Ich habe hier den regelmäßigen männlichen Plural, wie zum Beispiel Muslimone. Beziehungsweise Muslimina, je nachdem, Muslimun, wenn es ein Subjekt ist, die Muslimun machen etwas, und Muslimin, wenn es ein Objekt ist, mit den Muslimin wird etwas gemacht. Ja? Beziehungsweise dieses benutze ich, wenn es vorher ein Genitivpartikel gibt, wie zum Beispiel min, du sagst min Muslimin, du sagst nicht min Muslimun. Du sagst bi-Muslimin, du sagst nicht bi-Muslimun. Oder wenn es zweiter Teil der Genitivverbindung ist. Ja, du sagst Masjidul Muslimin, du sagst nicht Masjidul Muslimun. Okay? So, jetzt haben wir hier ein Beispiel für den regelmäßigen weiblichen Plural. Und da gibt es auch zwei Sorten, aber die unterscheiden wir nicht mit unterschiedlichen Buchstaben wie hier, anstatt wow kommt ein Ja, sondern durch die Vokalisation. Also, ich sage Muslimatun und ich sage Muslima, was ist das andere? Ten. Ten gibt es nicht. Ich sage nicht Muslimaten. Also, Muslimatun bei Singular ist genauso wie wow nun. Ich sage Muslimatun, wenn die etwas machen, die muslimischen Frauen. Wenn sie Objekt sind, dann sage ich Muslimatin. Oder wenn vorher Harf Jar kommt, also so ein Genitivpartikel. Min Muslimatin, bi Muslimatin. Oder wenn es zweiter Teil der Genitivverbindung ist, ich sage Masjidul Muslima oder, ja genau, Masjidul Muslimati. So. Was haben wir hier? An-nafatha, was? Ti. Warum ti und nicht tu? Was für ein Genitivpartikel? Wo ist der Genitivpartikel? Das oder der? Genitivpartikel. Guck mal. Harfu Jar verursacht die Kasra beim nächsten Nomen. Und das nächste Nomen ist Sherry. Aber warum sage ich hier An-Nafathati? Weil es Nafathat und Sherry, das ist die Verbindung zwischen den beiden.
Genitiv verbindet zwischen was? Genau, also diese beiden Wörter, Sherri annafathati, das ist eine Genitivverbindung. Das heißt, außerhalb des Korans würden wir sagen, Sharrun nafathati. Okay? Also, Shar und annafathat, diese zwei Wörter, die sind eine Genitivverbindung. Bedeutet, zweiter Teil der Genitivverbindung bekommt eine Kasra. Okay? So, das ist ein Plural und zwar ein regelmäßiger weiblicher Plural. Was war nochmal unregelmäßig? Da unterscheiden wir nicht zwischen weiblich und männlich, einfach nur unregelmäßig. Beispiel? Rajul und Rijal. Zum Beispiel, Rajulun ist Singular. Ja? Singular und das Plural Rijalun. Warum ist das jetzt unregelmäßig? Weil der Aufbau des Ausgangsworts wurde kaputt gemacht. Anstatt einfach da hinten was dran zu hängen, wurde mitten im Wort zerstört und ein Buchstabe, deswegen nennt man das Jam'a Taksir auf Arabisch, ja, gebrochener Plural. Aber, ja, und Jam'a Salim gesunder, deswegen benutze ich regelmäßig, unregelmäßig, ja, gebrochener Plural. So, auf jeden Fall, Arajulun, mitten im Wort wurde ein Elif hinzugefügt. Im Gegensatz zum regelmäßigen, da wurde Muslim, ist ja Singular, ein Muslim. So. Wurde in diesem Wort drin irgendwas hinzugefügt? Nein, das Wort bleibt, wie es ist. Nur am Ende wurde was hinzugefügt. Deswegen ist es regelmäßig. Genauso hier. Muslim ist wieder ganz normal. Es wurde nichts mitten im Wort hinzugefügt, sondern am Ende was dran gehängt. Deswegen ist es regelmäßig. Wenn aber mitten im Wort jetzt irgendwas passiert, dann nennt man es unregelmäßig. Okay, annafathat, jetzt waren wir stehen geblieben. Annafathat, das sind also Frauen. Knotenbläserinnen, das sind also, ja, also Zauberinnen, ja, die eben zaubern. Und was machen sie, wie funktioniert dieser Zauber, möge Allah uns bewahren? Genau, die machen Knoten und Blasen drauf, ja. Das ist eine Form der Magie, eine Form der Zauberei. Natürlich arbeiten Magier, Zauberer mit den Dschinn. Ja? Und das ist natürlich Haram. Magie und Zauberei ist etwas strikt Verbotenes, führt sogar zum Austritt aus dem Islam. Warum? Weil die Dschinn werden mit dir erst dann arbeiten, wenn du einen Akt ausführst, der zum Austritt aus dem Islam führt. Die sagen dir, nimm den Koran und schmeiß ihn in die Toilette. Möge Allah bewahren. Ja? Das heißt, die sagen dir immer zu, wir machen jetzt einen Deal. Du willst, dass wir dir helfen? Dann mach dies und jenes. Was sollst du dann machen? Irgendwas, was Kufr ist. Ja? Möge Allah uns bewahren. Und deswegen, Zauberei ist vollkommen haram. Ja? Wir leben natürlich in einer Zeit, in der Zauberei immer verschönert wird. Sämtliche Filme, Comics, alles was es gibt, ist immer Magier, Zauberer. Das ist natürlich auch eine List des Shaitan, dass es verniedlicht wird. Ja? Aber der Muslim weiß, Magie, Zauberei ist grundsätzlich haram. Aber es gibt doch gute Zauberer. Erstens, die gibt es nicht, aber selbst wenn es sie geben würde, 99,9% aller Zauberer benutzen es, um Schaden anzustiften. Ja, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, man trennt zwischen den Eheleuten, damit Krach zwischen Mann und Frau ist oder zwischen den Brüdern oder man will irgendetwas jemandem anderen stehlen und so weiter und so fort. Und deswegen hat das der Islam verboten. Das ist genauso wie bei Alkohol. Alkohol vielleicht, Allah azza wa jalla sagt es ja selbst, es kann Gutes drin liegen, aber der Schaden überwiegt. Ja? Und bei Zauberei gibt es nichts Gutes. Ja? Deswegen ist es verboten. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ Bitte? Ja, natürlich, sogar einer der Kabair. Er führt ja, also derjenige, der Magie ausübt, der ist kein Muslim mehr.
Ja? Und derjenige, der zum Magier geht, da gibt es zwei Möglichkeiten. Glaubt er ihm, fliegt er auch raus aus dem Islam. Glaubt er ihm nicht und sagt, ne, ich will eigentlich nur mal eine Show sehen, ja, ich will einfach mal ein bisschen Zeit vertreiben, dann ist was? Genau, dann wird er 40 Tage lang nicht belohnt für seine Gebete. Das heißt nicht, dass er Urlaub hat 40 Tage, sondern das bedeutet, er arbeitet ohne Geld zu bekommen. Ja, das heißt, er betet, aber bekommt keinen Lohn dafür. Ja, das heißt, selbst nur einfach aus Spaß, ich glaube ihm kein Wort, dem Zauberer, ich will einfach nur mal so eine Show sehen, das ist nicht erlaubt als Muslim. Ja? Also er wird 40 Tage nicht belohnt. Für, ob er betet, also freiwillig, Pflicht, er kriegt keinen Lohn. An-Naffathati fil-Uqad. Also im Deutschen wird es übersetzt mit Knotenbläserinnen. An-Naffathati sind die Bläserinnen, also hier, das heißt die Bläserinnen. Fi in den Knoten oder die Knoten, also ich schreibe es mal im Singular oder in der Grundform, wie das heißt, die Knoten. Al-Uqad. Uqad ist Plural von Uqdatun. Eine Uqda, viele Uqad. Ja? Ist das ein regelmäßiger Plural oder ein unregelmäßiger? Unregelmäßig, warum? Genau, aber Uqad und Uqda, was hat sich da verändert? Termarbuta ist weg. Es ist ein unregelmäßiger. Immer wenn nicht Waw und Nun oder Ja und Nun, beziehungsweise Elif und Ta für weiblich hinzugefügt wird, ist es unregelmäßig. Dieses unregelmäßig kann sein, dass Buchstaben hinzugefügt werden, es kann sein, dass Buchstaben weggenommen werden. Also es gibt unterschiedliche Formen der unregelmäßigen Plurale. Uqda oder Uqad, bei diesem Begriff, bei diesem Wort ist auch interessant, warum heißt Aqida Aqida? Kommt auch von dem Verb Aqada, oder also Knoten machen, oder Uqda, also Knoten, der Knoten. Warum? Was hat Aqida mit Knoten zu tun? Ja? Das knotet man ans Herz und dann, was dann? Genau, wenn du etwas knotest, dann hältst du es fest. Ja? Also im Sinne von verankern. Ja? Das heißt, es wird fest sein. Die Aqide ist etwas Festgebundenes, etwas fest Verankertes in deinem Herzen, welches aber natürlich Auswirkungen hat auf das Äußere auch. Ja? Ist ja nicht nur im Herzen. Okay. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Ja, Fi ist was? Genitivpartikel, also Harfu Jar. Was verursacht es? Eine Kasra wo? Am Ende hier, fil uqadi. Okay? Also, wa min sharri nafathati fil uqadi. Was heißt das jetzt? Und vor dem Übel, also und vor dem Übel der Bläserinnen in den Knoten. Also Knotenbläserinnen. Also die Zauberinnen, die das gemacht haben. Ja, warum wird das hier weiblich? Wo sind die männlichen Zauberer? Ja, weil dieser Fall, da waren es eben Frauen, die diesen Zauber gemacht haben. Wen haben sie verzaubert? Den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, diese Sura und Surat An-Nas wurden offenbart als Behandlung für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet alaihi salatu wasallam sagte: Ich sah im Traum, dass ein Engel an meinem Kopf und ein Engel an meinen Beinen stand und sie haben miteinander geredet. Was ist denn mit ihm? Dann sagte der andere: Er wurde verzaubert. Und dann sagten sie, wo ist denn der Zauber? Dann sagte der andere, dieser Zauber ist in einem Brunnen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufwachte, ging er dann, also sie sagten, er ist in einem Kamm, Haare in einem Kamm, in Brunnen. Dann ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Brunnen
und hat tatsächlich diesen Zauber gefunden. Das ist die Art und Weise, wie Zauberei gemacht wird. Man nimmt Utensilien desjenigen, den man zaubern will, möge Allah uns davor bewahren und beschützen, und dann versucht man irgendwas dazu machen, dann wird es verbuddelt, irgendwo begraben, Allahu a'lam wo. Und solange man diesen Zauber nicht findet, also diese Utensilien, solange wirkt der Zauber, ja, und man versucht eben, diesen Zauber zu finden, um ihn zu vernichten. Ja, da gibt es unterschiedliche Methoden und so weiter, verbrennen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das ist Magie, möge Allah uns davor bewahren. Natürlich kann man sich schützen, wie zum Beispiel was? Was schützt vor Zauberei? Eitel Kursi, was noch? Ja? Oder ist es keine Meldung? Genau, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ und قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Die Schutzsuchen, Jazakallahu khairan, dass du das gesagt hast, die nennt man Al-Mu'awwidhatani. Also Surat Al-Falaq und Surat An-Nas nennt man die Schutzsuchen Al-Mu'awwidhatani. Also, je nachdem, in welchem Satz du sagst, sagst du Mu'awwidhatani oder Mu'awwidhatain. Ja, also es kommt auf den Satz an. Also die Schutzsuren. Gemeint sind Qul a'udhu bi Rabbil Falaq und Qul a'udhu bi Rabbin Nas, sollte man immer lesen. Ja, immer um dich zu beschützen. Vor dem Schlafen gehen liest man ja sowieso auch Qul huwallahu ahad und dann die zwei Schutzsuren. Das heißt, sind wichtige Suren. Was noch? Dua allgemein. Und was ist so die Megasure, die Shayatin einfach zerfetzt? Ich weiß nicht, ob es die letzten drei von Surat Baqara sind. Ayat, meinst du? Ayat, oder die, wo es heißt, wo es um Surat Baqara geht. Okay. Beides in welcher Sure? Deswegen geht der ganze Surat al-Baqarah. Genau. Also Surat al-Baqarah, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ertragen nicht diese Djinn. Diese Sure ist zu stark. Aber jetzt nicht denken, einmal reicht immer aus. Ja, also einige denken, okay, Alhamdulillah, die Shayatin, möge Allah uns vor ihnen bewahren, sind auch unterschiedlich stark. Ja, und deswegen kann es sein, dass du mal öfter Surat al-Baqarah lesen sollst. Ja? Und es ist bewiesen, also mit mehreren praktischen Belegen, wer immer Surat al-Baqarah liest, dessen Zeit ist gesegnet. Dessen Zeit ist gesegnet, dessen Leben ist gesegnet. Weil du bist frei von Shayatin. Ist ja klar, dass dein Leben gesegnet ist. Und deswegen Surat al-Baqarah sollte man wirklich so oft lesen, wie man nur kann. Ja, es ist eine lange Sure, aber wir haben Al-Kahf gepackt, viele von uns. Alhamdulillah, du wirst auch Surat Kahf wegen Jumu'ah. Ne? Und Surat Al-Baqarah wirst du auch packen. Ja? Es kommt dir vor wie eine Ewigkeit, aber irgendwann wird es besser. Fang an. Ja? Du fängst an, zwei Seiten zu lesen, dann bist du schon kaputt. Und dann mal vier und dann bist du kaputt. Bis du irgendwann, inshallah, Surat Al-Baqarah liest und sagst, ups, ist schon die Zeit um. Yani, das ist etwas Wichtiges, was wir benötigen, damit wir eine shaitanfreie Zone haben. Ja? Kriegst du dann die Plakette? Ja? Natürlich, ja, Ruqya geht, aber natürlich wäre es das Beste, wenn du die Utensilien, die benutzt wurden, findest. Da ist es aber auch, also ich will jetzt keinen Vortrag über Zauberei machen, aber da muss man immer alles mit Vorsicht genießen. Ja? Deswegen Punkt Nummer eins, schütze dich selbst, indem du die Adhkar sagst, indem du Mudu hast, indem du Halal isst, indem du Koran liest. Das sind alles Faktoren, damit Allah subhanahu wa ta'ala dich beschützt. Ja. Okay, das waren die Mu'awwidhatain, dann drucken wir das mal, war das hier? Achso, nee, das war nicht hier. Ja, das kommt gleich, inshallah. Nur damit ich Platz habe, damit ich das ausdrucke. So, genau. Und dann ist die letzte Ayah, um in Sharri Hasidin. Ist ja kein Papier mehr. Wa min Sharri Hasidin, idha hasada.
denke, da war kein Papier. So. Wamin sharri, das hatten wir schon. Also vor und vor dem Übel. Wamin sharri, also und vor dem Übel, sharri hasidin. Das ist wieder eine Genitivverbindung, so wie um sharri nafathati, sharri hasidin. Ja, wir sehen hier die Kassara, weil das zweiter Teil der Genitivverbindung ist. Das ist erster Teil der Genitivverbindung. Aber warum hat es eine Kassara? Wegen min. Sehr schön. Wa min sharri hasidin. Hasid ist was? Der Neidende. Ja. Na. Oder Neida, sagt man Neida? Neida. Also derjenige, der jemanden beneidet. Was meint man mit beneiden? Beneiden ist Neiden? Nee, oder? Ist Beneiden das Neiden? Weil im Arabischen haben wir zwei Begriffe, Hasad und Ribta. Ja? Das sind zwei verschiedene Sachen. Also, es gibt eine erlaubte Form von Neid und eine verbotene Form von Neid. Hier geht es um die verbotene Form von Neid. Was ist Hasad, Neid, was verboten ist? Genau, du gönnst es ihm nicht, also du wünschst ihm irgendetwas Schlechtes. Hoffentlich macht er einen Unfall mit seinem Auto. Hoffentlich verbrennt seine neue Küche. Du willst, dass Allah diese Gabe, die er hat, dass Allah sie ihm wegnimmt. Ribta, also erlaubter Neid, ist was? Genau, Barklaufig. Genau, das hat sogar Rasul sallallahu alaihi wasallam als Hasad, la Hasad illa fithnatain, also es gibt kein Neid außer in zwei Sachen. Das bedeutet nicht Neid, du darfst bei zwei Sachen wünschen, dass er das wegbekommt, sondern du darfst dir wünschen, ich will das auch. Das heißt, du siehst, er hat ein, was hat er für ein Auto? Maybach und sagst, ja Rabbi, ich will auch. Ja? Ich persönlich brauche keinen Maybach. Aber auf jeden Fall, du wünschst dir selbst das Gleiche. Er hat eine schöne Villa, ja Rabbi, ich will auch. Ist halal, das ist kein Problem. Oder natürlich im Wissen. Ja? Der hat den Koran auswendig, ja Rabbi, ich will auch Koran auswendig. Das ist kein Hasad. Aber wenn du denkst, oder also wenn du, es gibt ja leider so kranke Menschen, die hoffentlich vergisst er den Koran, hoffentlich kann er nichts mehr lesen. A'udhu billah, möge Allah bewahren. Das ist dann verbotener Hasad. Ja? Also, wa min sharri hasidin, also vor dem Übel des Neidenden, eben der Falschen neidet. Nicht, dass er sich das wünscht, aber es dir gönnt. Nee, nee, er gönnt es dir nicht. Und deswegen, barakallahu fikum, das kann man nicht oft genug sagen, aber leider gibt es viele, die einfach weitermachen. Man muss aufpassen, was man heutzutage alles postet im Status und Instagram und was weiß ich. Hallo, es gibt die Leute, die sind ja nicht ausgestorben, die Neider. Die gibt es immer noch. Ja, du postest dann, Alhamdulillah, du hast ein neues Auto, ja, Habibi. Kauf 50 Autos, aber sag es nicht der ganzen Welt. Sag es nur denjenigen, von denen du weißt, der gönnt es dir. Der sagt ja, MashaAllah, Allahumma barik. Auch wenn er arm ist, er hat kein Auto, aber er ist nicht jemand, er ist nicht so eine Seele, oh, der hat schon wieder ein Auto, ich habe noch nie ein Auto gehabt, sondern, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah hat ihm das gegeben, möge Allah seine Versorgung mehren. Wo ist denn das Problem, wenn er immer mehr bekommt? Habe ich einen Nachteil? Nein. Aber nicht jeder ist so, die wenigsten sind so, ja. Und deswegen, barakallahu fikum, muss man aufpassen. Zweitens, abgesehen vom Neid, gibt es auch den, das nennt man einen bösen Blick, ja? Also Al-Ain. Al-Ain, das bedeutet, ich gönne es dir, ich gönne es dir, aber ich habe nicht MashaAllah gesagt oder Tabarakallah, normalerweise heißt es Tabarakallah. Ja? Es ist nicht so, dass ich dir was Schlimmes will, nee, nee, aber ich habe nicht Tabarakallah gesagt, boah, habe ich gesagt, oder Mensch, sowas ja, anstatt dass ich sage Tabarakallah. Und damit kann ich auch mich treffen. Ich kaufe ein neues Auto, boah, das Auto, zack, Unfall gebaut. Ich habe mich selbst getroffen mit Ein.
Ja, sowas gibt's. Ja, deswegen auch du, wenn du in den Spiegel siehst, sagst Tabarakallah, ja, Masha'Allah, Allahumma barik. Ja, und Allahumma barik, Tabarakallah, diese Baraka ist besser, anstatt dass man Masha'Allah sagt. Also in der Sunna wurde Tabarak oder Allahumma barik erwähnt. Machen wir gleich weiter, inshallah, und dann können wir die fragen. Also, wa min sharri hasidin idha hasada. Idha, das hatten wir gerade, oder? Was war nochmal idha? Wenn. Idha hasada. Wenn hasada, wer? Genau, der Neidende, also wenn er neidet. Neidet, beneidet. Gibt es das überhaupt, neidet? Neiden als Verb? So, eine Frage. Bitte? Neidet. Jazakallahu khair. Ja. Eine Frage, warum steht das Thema Hasad in dieser Sura? Es ging doch um Zauberei, oder nicht? Warum spricht Allah hier über Neid? Ja? Ja, Shaitan beneidet, okay. Aber er muss ja jetzt nicht Zauberei machen. Er kann uns auch so, möge Allah uns bewahren. Der trifft uns ja auch so mit Einflüsterungen und so weiter. Ja? Der Hasad ist einer der Wege, durch den die Dschinn uns schaden können. Okay. Also, dass sie dann Einfluss bekommen auf den Menschen, ja? Genau, Barakallahu fik. Also die meisten, die zu Magie greifen, warum machen die das? Die haben Neid. Der sieht, der hat eine gute Ehe, der ist glücklich, also will ich ihm mal Probleme machen. Der sieht, der ist erfolgreich in seinem Leben, also will ich ihm Probleme machen. Es ist Grund für die Zauberei, ist Neid. Dieser krankhafte Neid, eben der verboten ist. Und deswegen erwähnt diese Sura Ursache und Wirkung. Also zuerst die Wirkung, du bittest um Zuflucht bei Allah vor der Wirkung, das ist die Zauberei. Und was ist Ursache? Nicht nur von der Wirkung, ja Rabbi, schütz mich nicht nur vor Zauberei, nein, schütz mich auch vor denjenigen, die überhaupt Grund waren, damit der Zauberer überhaupt seine Magie ausübt. Ja, das heißt Ursache und Wirkung, oder beziehungsweise zuerst die Wirkung und dann auch die Ursache werden hier erwähnt. Ja, das wäre Surat Al-Falaq. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.